Ich hoffe, wir haben noch angenehme Gespräche und einen angenehmen Abend. Vielen Dank. Doch man mich jetzt ignoriert oder was? Wer zuletzt kommt, ist ja. Aber ich muss jetzt. Ich will ein Stück mit dem Schreiber haben. Alles gut. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur ersten Ausstellung 2016 Querbeet, eine Ausstellung der Vereinsmitglieder und von Gästen. Dank an alle Aussteller, die die Mühe des Antransportes aus Berlin, Chemnitz, Altenburg, Blankenhain, aus Buchholz, Schlettau und Strecke Walde nicht abgeschreckt hat und die uns die Freude machen, die Querbeet-Ausstellung im Kunstkeller mit ihren Arbeiten zu bereichern. Bevor ich zumindest sie namentlich vorstelle, ein Wort zum Anlass der Ausstellung. Der Verein wird volljährig. 18 Jahre, dieses Jubiläum begehen wir. Man denkt an Rechte und Pflichten. Mit gutem Recht, denke ich, haben wir uns durch die kontinuierliche Arbeit des Vereins über all die Jahre doch ein Stück Selbstverständlichkeit, eben Gewohnheitsrecht, errungen. Auch der Stadtverwaltung, dem Kulturraum, ist es nicht entgangen, dass es uns gibt, allerhand los ist im Keller und dies nicht ganz ohne Unterstützung geht. Der Verein wird wahrgenommen, auch wenn die Mühen der Ebene solche weiterhin bleiben. Umso stolzer können wir auf eine lange Litanei von Ausstellungen, Projekten, Publikationen und Editionen verweisen, die sich nicht vordergründig durch quantitative Rekorde rechtfertigen muss, sondern sich eher um ein Quäntchen substanzieller Qualität bemüht, wobei wir bei den Pflichten angelangt sind, wenn wir von Rechten und Pflichten sprechen. Und die selbst auferlegte Pflicht liegt eben in der Verpflichtung, zeitgenössische Kunst zu zeigen, zu fördern, ein Podium den Künstlern auch der Region zu bieten. Es geht weniger darum, eine Lücke in der Kulturlandschaft zu schließen, als vielmehr einen Freiraum aufzutun und zu behaupten. Ich würde jetzt gern ein Gedicht für Sabine Sachs vorlesen, einen kurzen Text Sabine malt. Leider gibt es nicht zu jedem Aussteller nun einen Text, aber zu Sabine Sachs, und da sie ja auch anwesend ist und vertreten ist,
und der Text viel Allgemeines, denke ich, enthält zur Situation vor Ort. Sabine malt für Sabine Sachs. Katzen und Vögel, alte Häuser und Bäume. Das Ungewisse im Ungefähren, das bedrohliche Rot einer Nacht, den Mond auf den Straßen, das Licht unterm Scheffel, die Wüsten, Strukturen, Bremsspuren unseres Denkens. Balanciert über den Abgrund der Schönheit, ohne Strohhalm und Filzhut. Von Dunkel zu Dunkel, müht sich vorwärts, hier am Berg, wo die Tage kurz sind, der Wein billig und die Unerlösten an den Wühltischen vergebliche Gesicht suchen. Wo einmal im Jahr der Flieder blüht, hier, wo Sachsen endet, aber kein Meer in Sicht ist, bildet sie ab, was sie träumt, ein Anfang, der trägt. Wir haben die Freude, dass uns Charlotte Seifert musikalisch in den Abend hinein begleitet. Und ich würde Sie jetzt gern noch um ein Stück bitten. Ich spiele jetzt das Rock-Manier-Pferd von Gary Groth. Bevor wir versuchen wollen, wie gesagt, die ausstellenden Künstler noch kurz vorzustellen, obliegt es mir noch, einen Dank auszusprechen an die Unterstützer des Ausstellungsprojektes. Und das wäre zuerst dem Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen und der Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz, Lothar Sachs und Jörn Michael für den Auf- und Abbau der Ausstellung, der immer wieder neu eine Herausforderung darstellt, vor allem bei dieser Ausstellung, wo die Handschriften ja sehr verschieden sind, die Formate, die Techniken. Erika Sense möchte ich danken für die Postverschickung, meiner Frau Silke Seifert für die Plakatgestaltung, Bürger Jech, der den Weg aus Blankenhain nicht gescheut hat, für die Postkartengestaltung in bewährter Manier, Roland Buschmann für die Betitelung der Arbeiten in der Ausstellung und bevor ich jetzt die beteiligten Künstler, wie gesagt, kurz vorstellen möchte, möchte ich darauf hinweisen, dass es soeben aus der Druckerei der Katalog von Klaus Hirsch anlässlich seines 75. Geburtstages zu uns gekommen ist und Sie können ihn sich ansehen und natürlich auch erwerben. Es ist ein sehr schönes Katalogheft geworden, Klaus Hirsch Malerei, Grafik und Zeichnungen. Hinweisen möchte ich noch auf die Veranstaltung Lyrik nach 8 am 15. April, 20 Uhr. Das sind so rosane Zettel, liegen aus. Bitte einen mitnehmen. Es sind eingeladen, Texte, eigene Texte und Texte von Lieblingsautoren mitzubringen und dann hier in kleiner Runde sozusagen vorzustellen. Das wird in der Reihe Lyrik nach 8 im April stattfinden. Alles Weitere entnehmen Sie dann unserem Veranstaltungsplan. Ich habe
Anke Bauler-Böttcher kommt aus Berlin und stellt gemeinsam mit Matthias Zwerg mit aus in der neuen Ausstellung. Hallo. Sie sind Vereinsmitglied. Können Sie sich erinnern, wie lange ungefähr schon? Ungefähr 7, 8 Jahre wird das her sein, seit ich Vereinsmitglied bin. Ja. Okay. Sie haben uns was Besonderes hier mitgebracht. Was war eure Intention? Was habt ihr heute mit hier? Die Idee kam eigentlich, als auch nach Berlin die Nachrichten von den ganzen Übergriffen auf die Flüchtlingsheime kamen, dass man einfach das auch mit thematisiert und dass wir alle auf einer Erde leben und verschiedene Menschen sind und eigentlich keiner ein wirkliches Zuhause hat, dass wir eigentlich Gäste alle sind. Und da war die Idee, also die Fleißarbeit war, diese vielen Menschen auszuschneiden, auch eine Heterogenität, eine Vielfalt herzustellen. Und die, das wird den meisten Menschen nicht auffallen, auf Pinguin- und Eisbärenrücken zu platzieren. Stimmt's, jetzt sehe ich. Wie viele, also Sie sagten hier Fleißarbeit, wie viele Menschen sind das? Ich habe die nicht gezählt. Das waren einige Abende meditativen Ausschneidens und auch Auswählens und ich habe sie nicht gezählt. Es hat Spaß gemacht. Das sieht man. Dankeschön. Bärbel Rothe und Gottfried Rothe, Sie sind einer der ersten Mitglieder gewesen im Kunstkeller. Wie lange sind Sie schon Vereinsmitglieder? Wissen Sie das? Das ist sehr lange her. Wir waren sogar Gründungsmitglieder. Sie waren Gründungsmitglieder, ja? Also sind Sie seit 18 Jahren hier mit dabei? Also ich bin etwas später dazugekommen. Ich war immer dabei, aber noch nicht Mitglied. Und da war das eigentlich dann eine Folge, dass ich da auch Mitglied wurde. Vielleicht 2, 3 Jahre später. Das hat auch mit Karl Friedrich Klaus was zu tun. Welchen Zusammenhang gibt es da? Weil der Herr Seifert Günther eine gute Verbindung zu Karl Friedrich Klaus hatte und schon ausgestellt hatte. Und weil das dann erweitert wurde alles. Ne? Und insofern bin ich da reingekommen dann auch. Und habe mich außerordentlich gefreut, dass in diesen Räumen diese Kunst dann zum Tragen kam. Sie haben zu dieser Ausstellung jeder was beigetragen. Was haben Sie beigetragen, Bärbel? Ich habe Fotos. Und ich mache Fotos, also ich will den Moment festhalten. Ich mache nicht, dass ich mich jetzt meinetwegen 3, 4 Stunden auf ein Thema konzentriere und warte, bis der Moment da ist, sondern ich halte den Moment fest. Was haben Sie mitgebracht? Sie sind ganz vielseitig. Ja, diesmal sind es Pastelle und Kreidearbeiten. Und also
ich verschmähe an sich Arbeiten, die vor 10 oder 15 Jahren gemacht wurden, auszustellen. Und die sind alle in jüngster Zeit erst entstanden. Also wenn wir hier mal drauf gucken, das ist von 2015. Das ist ja im vergangenen Jahr erst entstanden. Ja. Ja? Weil man da auch zeigen kann, was aus den vielen Arbeiten, die man gemacht hat, dann geworden ist. Dann. Zum wievielten Mal zeigen Sie denn Arbeiten hier? Das ist jetzt nicht das erste Mal. Etliche Jahre. In den vergangenen 18 Jahren waren Sie öfter hier mitzusehen, ja? Ist das richtig? Ja, das kann man so sagen. Ja. Dann danken wir Ihnen. Bitte schön. Kunstkeller in Annaberg, heute ist Ausstellungseröffnung der Vereinsmitglieder und Jürg Seifert kennt sich da aus. Er hat vorhin gerade erzählt, seit 18 Jahren gibt es den Verein. Ist der Verein aus den Kinderschuhen jetzt entwachsen mit 18 und volljährig? Theoretisch und praktisch eigentlich ja. Also 18 Jahre ist eine lange Zeit, aber die Dinge müssen im Sommer immer wieder neu erkämpft werden. Es ist nicht ein Moment, wo wir sagen, 18 Jahre, jetzt werden die Dinge grundlegend anders, sondern es erfordert eben immer wieder Bemühungen der Vereinsmitglieder, um die Ausstellung am Laufen zu halten und das Erwachsensein, diese Verantwortung auch zu bestehen. Wenn Sie zurückblicken auf 18 Jahre, an was erinnern Sie sich besonders gern oder auch an welche Ausstellung erinnern Sie sich besonders gern? Oh, das wäre jetzt schwierig. Ich könnte gar nichts Genaues herausgreifen, weil wir doch den Vorteil haben, im Verein, sag mal, also Ausstellungsprojekte zu machen, die wir selber gerne wollen, die dann zwar besprochen werden und diskutiert werden, aber wir müssen ja nichts machen, was wir nicht ausstellen wollen. Insofern ist jedes Projekt eigentlich eins mit Herzblut und Freude und schönen Dingen und Begegnungen. Das ist jetzt die erste Ausstellung im Jahr 2016. Was erwartet uns in diesem Jahr noch? Vielleicht einen kleinen Ausblick? Ja, also im Sommer haben wir eine Ausstellung zum 90. Geburtstag von Gerhard Altenburg, auf die wir uns sehr freuen, weil es ein besonderes Highlight ist, diese Ausstellung überhaupt hier stattfinden zu lassen mit vielen Leihgebern aus Sachsen und auch aus Sachsen, über Sachsen hinaus. Und dann im Herbst werden wir noch eine Ausstellung haben, 2x2, das heißt, es werden zwei Künstler aus Chemnitz und zwei aus Dresden dann hier sich vorstellen mit ihren Arbeiten. In der Ausstellung aktuell sind besonders viele Ehepaare dabei, habe ich gelesen. Das hat sich irgendwie so ergeben, also wir haben da keinen Einfluss darauf, aber es sind einige Paare, wo wir auch das recht schön finden, dass beide sich dann beteiligen, wenn sie auf irgendeinem Gebiet arbeiten, künstlerisch. Sie haben gerade schön angesprochen, auf irgendeinem Gebiet, welche Gebiete kann man alles mitsehen und wie viele Arbeiten sind jetzt ausgestellt? Ja, wir sehen Malerei, Grafik, Fotografie, Plastik, also die ganze Bandbreite eigentlich, Druckgrafik, Zeichnung und es sind über 20 Aussteller und dementsprechend, also ich habe sie nicht durchgezählt, aber 70, 80 Arbeiten sind bestimmt, gehen gut unter im Keller. Oder auch nicht unter, das heißt, sie werden eben sichtbar, muss man sagen. Und Sie verraten uns bitte noch, bis wann die Ausstellung zu sehen ist. Die Ausstellung ist bis 9. Mai auf jeden Fall zu sehen. Der Zeitraum ist nicht riesig, aber das nächste Projekt, wie gesagt, ist schon in den Startlöchern. Das bereiten wir jetzt vor und es ist noch genug Gelegenheit. Bis dahin. Dankeschön. Ich habe die Geschäft.